Warum die Folge heute wie geplant heißt, obwohl sie nicht wie geplant war, denn deswegen ist dieses nicht in Klammern da auch drüber, das könnt ihr euch jetzt mal reinziehen. Willkommen, ihr Lieben, bei mir, dem Thorsten, aka Toto, beim Clan Gemell Ostals. Ja, ich komme mal wieder absolut punktgerecht hier rein. Heute mal eine komplette Folge am Tablet. Mache ich hier eher ein bisschen weniger, aber ihr wisst ja meistens, wenn ich dann was am Tablet mache, was ich dann eigentlich vorhabe. Ja, ich wollte noch mal, oder ich will überhaupt mal wieder mit dem Zehner hier live angreifen, denn der fällt mir im Moment, muss ich ganz klar sagen, von allen Rathäusern am einfachsten. Komischerweise, mit dem habe ich überhaupt keinen Schiss zu verkacken oder hier auch mal einen Nullstern zu machen oder einen Einstern oder was auch immer Stern, sondern ja, den spiele ich einfach so wie ich ihn eigentlich spiele und bin hier auch schon recht erfolgreich gewesen in dieser Liga und auch in der davorherigen Liga. Also ich bin ja jetzt schon das zweite Mal hier, für die, die es nicht wissen. Ich habe am Wochenende ja auch aus diesem Clan hier so ein bisschen was gezeigt. Also so ein bisschen Liga haben wir ja schon gehabt und außerhalb der Liga bin ich allerdings nicht in diesem Clan, sondern da bin ich ja meistens woanders. Davor war ich dann mal bei mir im Clan, also beim Herausforderer-Clan beziehungsweise im Event-Clan. Ja, einfach mal, um die CS so ein bisschen zu spielen. Die kann ich natürlich auch gerne demnächst mal wieder bei euch mitspielen oder so, muss ich mal gucken. Denn der Clan-Herausforderer, ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ob er jetzt zugeht oder zubleibt oder zu gemacht wird, keine Ahnung. Und aber der Philipp hat hier noch einen kleinen Weg vor sich. Hier hinten hat er nichts mehr für ein Clean-Up hier. Und jetzt hat er hier noch ein paar Päcker, die jetzt leider alle außen rumlatschen. Ich meine, die hätten sich jetzt auch die Kanone packen können und wären dann hier den Weg über Kanone und den Sammler gegangen, beziehungsweise das Elex-Lager. Aber naja, jetzt kriegen sie natürlich die ganze Zeit Beschuss von der Verteidigung, weil sie jetzt außen laufen. Die Verteidigung ist innen, also sie müssen nochmal irgendwann rein. Das Problem ist nur, wo gehen sie rein? Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auf diese Ecke hier reingehen, weil halt der Sammler hier ein bisschen zu weit weg ist, jawohl. Ja, das ist nicht das nächste Ziel, für einen Packer ist das nächste Ziel. Optimal. Die anderen haben sich für was anderes entschieden, aber ich denke mal 28 Sekunden, das wird in jedem Fall ein Timefail hier. Denn hier oben ist einfach noch ein bisschen viel. Ich kann ja natürlich am Tablet, muss ich sagen, fürchterlich schön rein und raus scrollen mit den Finger und nicht mit irgendwelchen Tastenkombis am Emulator. Und oh, das könnte doch noch, oh komm, 9 Sekunden. Bitte. Ah, das wäre es jetzt. Nein, der muss dann noch zweimal auf die Mauer hauen. Das schade, das ist ein Timefail. Mist. Naja, ist aber, glaube ich, in dem Clankrieg nicht ganz so schlimm. Ah, blöd gelaufen hier von Philipp. Schade. Schade, Mann. Und gleich wieder den zweiten Live-Angriff hier von Kati. Ich habe jetzt nicht drauf gewartet, aber ich habe einfach gehofft, dass die Leute hier jetzt angreifen. Und dementsprechend ist das hier jetzt wieder absolut reiner Zufall. Nichts ist hier geplant, das könnt ihr mir glauben. Hier sowieso nicht. So wenig, in Anführungsstrichen, wie hier eigentlich los ist. Denn die Leute kommen und gehen hier, das habt ihr ja schon so ein bisschen mitbekommen, ist aber genau, kommt genau meiner Spielweise hier entgegen. Ich bin ja auch dann eher selten auf dem Rathaus-Szener hier, mache natürlich die Events, mache Clanspiele mit und so weiter, aber muss jetzt noch ein paar Mauer machen. Ich habe die Minen und Sammler schon fast fertig, einen Sammler noch, nämlich nur noch den, ich glaube, es ist ein dunkler. So, jetzt geht das hier mit Hox weiter in die Base. Also das ist Rathaus 10 auf Rathaus 10 hier. Wunderbar, ich muss ja gleich so ein bisschen höher, das habt ihr ja gesehen. Und mal sehen, wie ich mich da schlage. Oh, hier Riesenbombe. Eieieiei, okay, Single Inferno. Da müssten die jetzt aber hin. Oh, der Heil war gut. Da gehen die nochmal komplett durch. Das ist super. Jetzt natürlich die vielen, vielen Skellies da anhacken. Und der Bombenturm, also ich finde den Bombenturm als Defense ist nicht schlecht gewählt damals. Viele haben ja genölt, komm, der Feger ist über und der Bombenturm ist über. Aber ich glaube, diese beiden Verteidigungsgebäude waren damals so ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen spielentscheidend. Denn sie haben das Spiel natürlich ja
grundlegend verändert, weil du natürlich genau diese Verteidigungsgebäude mit einplanen musst. Jetzt kriegt erstmal der King hier auf die Mütze. Hier unten haben wir jetzt noch, wir haben noch ein bisschen, da haben wir noch einen Hogrider, ein bisschen für ein Cleanup. Wunderbar, super gemacht hier, super 3 Sterne. Denke ich mal, ja, das ist natürlich auch wieder schade. Da setzt du natürlich jetzt Lufttruppen für Cleanup ein und dann kommen natürlich Luftfallen raus, weil da wurde ja jetzt nun keine ausgelöst. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Sind noch genug Hogrider hier über. Schön gemacht, Kati. 3 Sterne, 5 auf 8. Also passt hier 10 auf 10. Wir müssen jetzt mit einem Angriff, mit meinem Angriff nämlich noch so ein bisschen höher rutschen. Ich habe aber noch einen hier gehabt, der eigentlich sehr, sehr nett war. Habe ich heute natürlich gesehen und habe ich auch live gesehen. Und zwar, jetzt muss ich mal eben schauen, von wem es eigentlich war. Ich glaube, es war dieser Angriff hier. 11 auf 11. Vom unbenannten Diasamice. Diasamice, der hieß nämlich vorher anders, ich glaube Karan. Und hat sich hier ganz klar, hat er gedacht, er benennt sich hier mal ganz klangheimlich um. Ist ihm nicht gelungen, ich war nämlich online. Und von daher war das hier eine spaßige Geschichte. Okay, wie ist er hier eigentlich vorgegangen? Also typische oder immer noch gern genommene Kombination Boda Hexen. Karre geht richtig schön durch hier. Queen und Warden mit dabei. Und jetzt hat er hier alles im Core der Base, also in der Mitte der Base. Die Karre ist jetzt allerdings, die Karre ist jetzt schon auf, aber so ein bisschen kommt ihm das natürlich hier in der Mitte entgegen. Okay, die Multi-Infernos, da sind jetzt, Hexen hat er gar nicht, der hat keine Hexen dabei. Only Bola ist das, das ist gut gewählt, Only Bola, keine Hexen, gegen die Multis. Jetzt ist der Adler weg, denn der ballert die ganze Zeit und jetzt gehen die Truppen eigentlich gehen sie blöd, weil, meine Truppen gehen jetzt außen rum, aber in der Mitte ist nichts mehr und so wie die hier jetzt rumstiefeln können, ist das optimal. Optimal, ne, die können hier jetzt, die Bowler können schön alles rechts und links mitnehmen, die Riesen latschen sowieso nur Richtung der Defense-Gebäude, also Richtung der Verteidigungsgebäude und überholen jetzt die Bowler, die brauchen ja so ein bisschen, um links und rechts immer zu räumen und super, super gelaufen hier. Die tanken hier echt alles durch und latschen hier jetzt wirklich ganz, ganz behende und ihr seht das, das müssen die Max-Riesen sein aus der Clanburg, beziehungsweise die aus der Karre kamen, die hier, jetzt einer ist noch da, okay, die kriegen natürlich, es sind sogar noch zwei, wow, es sind sogar noch zwei und echt krasser, schöner Angriff hier, die Falle ist irgendwie, die ist ja am Rand irgendwie über, habt ihr gesehen, da passiert jetzt gar nichts, außer dass der eine Riese da so ein bisschen an der Mauer geklebt hat, also da ist vielleicht die Tornado-Falle vom Verteidiger noch so ein bisschen anzupassen und ich hatte mich ja jetzt, glaube ich, lange genug auf diesen Angriff vorbereitet, ich muss die Nummer 4 machen, ihr könnt mir glauben, hier ist nichts abgesprochen und die Folge wird schon wieder länger, also Live-Angriff von Kong 96 ist gerade eben erst in den Clan reingekommen. Ihr seht das hier kurz mal im Chat. Ja, wurde gerade so accepted vor 5 Minuten. Also die Leute kommen wirklich rein. Manchmal holen sich nur Truppen, fragen natürlich immer mal wieder im Discord, wie lange haben wir noch? Und was vor allen Dingen immer eine spannende Frage bei uns hier im Clan ist, sind die Clanburgen für den nächsten Krieg voll? Denn oftmals wurde das so in der letzten Stunde vor Schluss erst gemacht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Kam da nur ein Ballon raus? Nee, da muss noch ein bisschen mehr rauskommen, oder? Kam da jetzt nur ein Ballon raus oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich habe es wahrscheinlich jetzt übersehen in meiner Hektik, dass er natürlich die Clanburg eben gelockt hat. Okay. Multi-Inferno ist nicht ganz so schlimm hier für die Queen. Karreneinsatz ist gut. Geht schön mittig jetzt Richtung Rathaus, also das Rathaus steht ja in der Mitte und kriegt jetzt erst so ein bisschen Beschuss. Ihr seht das hier, so eine Dreierkarre, die hat immer noch viele Trefferpunkte, auch wenn sie ja genervt wurde, was die Trefferpunkte angeht. Aber ich finde, es sind auch immer noch viele. Ihr seht das ja hier, was hier jetzt schon auf die Karre ballert. Das ist jetzt nicht gerade wenig und Queen ist hier super mit drin. Der Funnel hier, also so, dass die Queen hier mittig mit reingeht, ist natürlich echt spitze. Hier sind jetzt Valkyren drin in der Mitte und die schaffen auch das. Na komm. Geil, das ist natürlich ein Multi-Inferno da hinten. Der kann sich natürlich alle Valkyren schnappen. Oh, jetzt laufen sie raus. Das ist natürlich krass. Und der Drache, den er hier mit hatte. Ne, hat er mehrere Drachen mit, sehe ich ja jetzt erst.
Das sehe ich ja jetzt erst. Ei, oh, die Tornado-Falle ist schon ein bisschen besser platziert. Ei, da machen die nochmal so einen Rundumweg. Queen hat jetzt keine Heilung mehr. Wird jetzt gezündet, schafft den Inferno. Ja, sie schafft den Inferno noch, aber ich denke mal, da wird die Queen durch die Mauer nicht mehr kommen. Und der eine Drachen hier hinten wird jetzt auch, wird jetzt nicht mehr ganz so viel packen. Aber 11 auf 11, das war hier in Ordnung. Zwei Sterne, das ist... das ist wunderbar, würde ich mal so sagen. Ich glaube mal, ich kann hier unten rechts leider nicht klicken jetzt für euch auf Vorspulen, aber ich denke mal, mehr Prozente werden es auch nicht. Also super gemacht hier vom Kong und ich will mich jetzt mal auf den hier vorbereiten. Die Base sehen wir dann gleich, wenn ich sie angreife. Okay, dann gucken wir mal rein in die Base. Es ist eine Base, die mal gerade so Rathaus 11 ist, beziehungsweise wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger Rathaus 11, aber irgendwie hat der Kollege hier wichtige Sachen vergessen, wie nämlich den Adler hier einzusetzen und einzubauen und so weiter. Ich will mal eben schauen, dass wir die Base jetzt machen. Ich muss ja noch angreifen, eine Stunde Zeit noch. Ihr seht hier meine Truppe. Ich habe so ein bisschen Queenwalk dabei, ein paar Bowler, ein paar Hexen. In der Clanburg müsste mir das eigentlich reichen. Mal sehen, ob wie weit die Karre überhaupt kommt. Ob ich überhaupt zum Rathaus komme, das weiß ich nämlich noch gar nicht. Und wir gehen jetzt einfach mal rein mit Attack. Ich will jetzt als erstes, denke ich mal, hier unten erstmal umstellen auf die Karre, das dürft ihr nicht vergessen. Ich habe es jetzt schon oft genug vergessen, aber ich wollte eigentlich hier erstmal mit einem Loon den kleinen Bogenschützenturm hier machen und dann wollte ich eigentlich tatsächlich hier die Außengebäude kurz mal rausnehmen, bevor nämlich der Adler anfängt zu ballern. Ich denke mal, dann können wir hier auch in der Ecke starten. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, in welcher Ecke ich starte. Ich glaube, ich starte in dieser Ecke mit meinem Queenwalk. Ich will die mal jetzt schon eben in Wut so ein bisschen bringen, damit die auf jeden Fall hochgeheilt wird jetzt die ganze Zeit. Und ich muss jetzt meine Queen erstmal ein kleines Stück laufen lassen hier. Das Lager muss ich auch wegmachen, denn ich weiß noch nicht genau, welchen Weg hier die Queen jetzt tatsächlich einschlägt. Ob sie jetzt oben lang geht, also Richtung 12 Uhr oder ob sie jetzt gleich hier unten lang geht und hier reingeht oder was sie auch immer macht. Denn im Moment macht die nur Mist, glaube ich. Die hängt hier jetzt schon in der Ecke. Jetzt muss ich mal gerade sehen, wo geht die hin. Ah, okay, die geht jetzt dahin. Dann lassen wir hier jetzt mal die Karre reinfahren mit ein paar Hexen und ein paar Bowlern hinterher. Och, komm, da ist jetzt das Loch auf. Queen! Ich weiß, okay, ich setze hier mal vorsichtshalber einen Sprungzauber. Und hier muss ich natürlich ganz extrem mal eben giften und einmal, glaube ich, auch friesen. Oh, shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Eieieiei, der Drachen. Nein, komm, mach die Queen und mach jetzt den Rest. Du Otto da. Ach, ich habe meine ganzen Riesen hier vergessen. Eieieiei. Das ist mal wieder ein typischer Toto Clashed Live-Angriff hier. Aber komm. Nein, der Packer schafft es nicht, so eine Scheiße. Es wird nur ein Stern. Okay, es wird nur ein Stern. Wie konnte ich denn jetzt die Riesen hier vergessen in diesem Gewühl? Manometer, ey. Ach, sehr ärgerlich, ey. Eigentlich hätten zwei Sterne locker sein müssen, so wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber nein, jetzt wird das nur einer. Okay, jetzt latschen sie alle außen rum. Ich habe jetzt auch keine Zauber mehr. Da war ich mal wieder selber blöd. Und Ich konnte mich daran erinnern, dass ich eigentlich den Sprungzauber nicht mehr mitgenommen habe. Den habe ich doch eben noch rausgetauscht. Oder war das bei einem anderen Account? Verpeilt wie immer. Hier geht noch ein bisschen was Richtung Rathaus. Oh, da sind noch Heiler aktiv. Na, komm. Vielleicht könnte das nur noch was werden, wenn die jetzt nicht unbedingt durch die Wand wollen, sondern durch die Wand wollen. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. 22 Sekunden. Komm, Leute, legt euch da ein bisschen ins Zeug. Das Rathaus hat nicht mehr viele Trefferpunkte. Bitte. Oh, nein. Scheiße. Los. Ah, wie ärgerlich ist das denn jetzt, ey? Ja, das ist jetzt echt ärgerlich. Jetzt gehen die hier noch in die Mitte, aber leider ein bisschen zu spät. Oh, nö. Ah, Mist. Ärgern. Ihr kennt das, ne, Otto? Ärgern. Ist nicht ganz so schlimm. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube trotzdem, dass wir den CK hier gewonnen haben. Ah, wie bitter. Naja, gut. Ich bin aber trotzdem ganz gut dabei mit dem Rathaus 10 Account hier. Ihr seht das hier. Ich muss mal gerade gucken. Clan.
Jetzt bin ich natürlich ein bisschen abgefallen hier, habe aber, glaube ich, ach nee, da oben bin ich noch mit Fünfter, mit nur 12 Sternen. Die hatte ich aber eben auch, oder hat der eine jetzt noch nicht dazu gezählt? Weiß nicht genau, aber es gibt genug Marken. Wir haben bisher nur gewonnen hier in der Liga. Ihr seht das. Den nächsten werden wir vermutlich auch wieder gewinnen. Und dann auch hier mit wieder eine Liga aufsteigen. Wo sind wir im Moment hier? Wir sind im Moment auf Kristall 2. Ich denke, Kristall 1 ist noch drin mit der Truppe. Meister 1 wird dann schon ein bisschen schwieriger. Mal sehen, wie wir uns hier weiterhin schlagen. Ich hoffe, die Folge hier vom Tablet hat euch trotzdem heute gefallen. Von dem Rathaus 10er. Ich glaube, die Truppe baue ich. Ich glaube, die baue ich nochmal nach. Die übe ich mal ein bisschen. Und hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann lasst mir doch am Ende einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr ein neuer Benutzer bzw. Besucher auf meinem Kanal seid. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht!